Wir sind die Croc Bros. Die Croc Bros, yes. Das hat das eingebürgert. Mochtest du die schon immer oder bist du erst durchs Campen drauf gekommen? Ich starte. Guck mal, da drüben ist Pause und wir starten. Das ist aber eine lustige Einleitung. Ja, Crocs, schönes Wetter und zwei Handys, genau. Jetzt geht's langsam los mit den Handys. Tobi, mir macht's immer noch Spaß. Andi und Tine on Tour. Richtig. Andi, Tine on Tour und das Schwanzal dazu, also @Steckdosencamper. Gleichzeitig Hashtag wahrscheinlich. Hashtag ist auch noch mit bei. Die haben gefragt, habe ich gesagt, ja, mach dazu. Ich finde es cool. Steckdosencamper, deswegen haben wir uns gleich verstanden, weil wir sind einer von der aussterbenden Gattung, die keine Autarkie an Bord haben. Genau, es gibt kein Solar. Doch, kurz ja. auf meiner Batteriebox da, aber ansonsten, nee. Bei der Technik, was du alles heutzutage hast, schafft es... Ja. Oder würde das da oben vielleicht nicht schaffen, dann haben wir wieder Gewicht und auch dann lieber zwei Kästen Bier mehr dazu und wir verraten wieder viel zu viel. Wer deine Frau kennenlernen will, die taucht in unserer Director's Cut XXL Version, die wir heute Nachmittag schon gemacht haben. Wir haben uns vorgenommen, wir zeigen euch bei Knaus im Knauscamp den Stellplatz Frickenhausen bei Ochsenfurt. Wahnsinn, das hat man schon 100 Jahre kennen würden. Super. Und aus dem kleinen Rundgang, den wir geplant hatten, wurden dann eben fast eine Stunde, glaube ich. Ja. War sehr lustig. Mein Mikro hat wieder mal Aussetzer gehabt, aber ihr kriegt die Version dann irgendwo hinterher gespielt. Aber nach der Stunde mussten wir halt unterbrechen, weil langsam die Kehle trocken wurde. Das auch. Ja, und die Zuschauer irgendwann einmal sagen, sind die total geil. Jetzt gucken wir mal davon, haben wir jetzt einen freien Platz. Das aber ist da übrigens sind der wir Knut, dazu mehr in der XXL. Ja, genau. Eine coole Geschichte und der ist von Sachsen-Karawan und stellt euch vor, es gibt zufriedene Wohnmobilkunden, die sehen so aus. Ja, nicht nur über das Fahrzeug, sondern auch über Sachsen-Karawan. Über das von Hacke bis Nacke hat alles funktioniert. Wow. Unbezahlte Werbung. Unbestechlich. Es ist jetzt draußen, aber wer im Nachhinein was spenden möchte, also wir sind für alles, sind wir da. Übrigens, Potsdamer Nummer, du bist aber, was ich jetzt schon weiß, eigentlich auch Franke. Ich bin Franke, ich bin ein richtiger Franke, ich bin Unterfranke, bin gebürtig in Schweinfurt oder aus Schweinfurt. Und war dann in Volkach, war beruflich in Franken in Bayern unterwegs und vor 22 Jahren bin ich nach Berlin und habe da meine Frau kennengelernt. Ja, und wir haben dann geheiratet und sind glücklich. Und schön, das Merkmal ist schön bei euch. Haben denselben Splien und haben denselben Spinner und ich sage, was da einen haben wir uns auch wieder gefunden. Einfällt, das passt immer zusammen. Ist ja alles schön. So, ganz spontan, ich gestern kennengelernt und zweimal halbe Stunde geratscht. Das ist Wahnsinn. Toll. Das ist Wahnsinn. Die schönste Stunde auf dem Platz hatte ich heute mit. Weil du gerade so gut stehst. Ich habe ja nicht unbeabsichtigt hier gehalten. Kurze Werbeeinblendung. Forster, aber nicht meiner. So, aber gehen wir weiter. Ja, den nehme ich natürlich auch mit. Ich habe zwar nichts davon, aber den nehme ich natürlich auch mit. Nein, ich mache jetzt immer so. Wie heißt das? Product Placement. Ah, okay. Wir brauchen ja für alles ein bisschen Wörter. Das ist very cool. Hier sind wir bei Knaus Camping Park. In Frickenhausen. In Frickenhausen, nee, Ochsenfurt am Main. Und es ist hammergeil. Guck mal, ist das nicht schön? Gestern war ein tolles Fest, da kommen wir nachher noch kurz dazu. Wir haben unten im Amphitheater in the Rondell. Im Frittiertheater. Das kannst du doch gar nicht offiziell wieder rauslassen, was wir hier loslassen. Ich fange jetzt schon wieder so zu blödeln an, aber Schluss. Es macht halt Spaß. Jetzt wird's ernst. Dieser Platz ist nämlich, finde ich, ich bin das erste Mal da. Du auch? Ja. Ja, wir sind das erste Mal hier auf dem Platz. Ich kannte den so vom Hören und Sagen von früher her, aber da war es mit dem Camping, war es bei uns dann noch nicht kam es nicht darauf an, mal so gesagt. Ja. Und dass Knaus eine Menge an Plätzen hat. 26? 26. Knaus, oder? Ich hatte einen, nachdem wir ja in Berlin wohnen, am Rande von Berlin, so zwischen Berlin und Potsdam, habe ich den Knausplatz auf Rügen immer... so ins Auge gefasst, aber trotzdem, man mag mir verzeihen, immer irgendwie so vergessen und so. Aber früher oder später schlagen wir dann noch auf. Ich stehe meistens auf Stellplätze, aber ich fahre es immer gerne an. Erstens kenne ich die Familie jetzt dahinter ein bisschen. Wir haben seit Jahren ein Netzwerk miteinander. Die Geschichte ist immer dazu, wieder. Die hattest du ja vorhin schon XL-Version beachtet. Ja, genau. Also toll. Die ist sehr interessant, die Geschichte. Übrigens auch mit einem Frosch, den wir noch taufen könnten, weil den haben wir heute Nachmittag gehört, der einen echt tollen Klang gehabt hat. Er hat uns schon wieder gesehen und ist abgehauen. Ja, wirklich so. Rabbit? Nein. Also wirklich schön gemacht, die Details. Da hinten ist dann der Main. Es ist nicht so lieblos, das ist was. Nee, ist auch was Gewachsenes, der Bestand, der Baumbestand, die Natur, die ist echt schön. Also ich bin ja verführt, du kennst ja meinen Modus, ich bin Schaufenster.
Und ich finde, die Beurteilung überlasse ich gerne meinen Zuschauern. Und ich weiß, du tickst auch so, wenn wir was gar nicht zeigen wollen, zeigen wir es auch nicht. Aber, jeder muss sein Urteil machen. Wenn du was nicht passt, dann sagen wir es auch. Ja, ohne jemanden beleidigen zu wollen oder so. Aber wir fühlen uns wohl hier. Ja. Wir finden es, glaube ich, beide aus der XL-Version bekannt. Wer die dann anschauen will, preis-leistungstechnisch absolut in Ordnung. Es ist ruhig. Es ist halt mal ein Gast mit dem Roller da, das gehört ja dazu. Italien-Flair nenne ich das immer, zwei Takte. Du musst. Da haben wir es wieder, Italien-Flair. Da hinten ist der Mailänder Turm. Ach, den müssen wir nachher anschauen zum Schluss. Aber wir schaffen das wieder nicht in 20 Minuten. Wir verbabbeln schon wieder. Ja, jetzt sind wir am Recyclinghof. So, hinter der Rezeption. Schön aufgeräumt und picobello sauber. Mhm. Ja. Jeder findet alles. So. Ach, da können wir doch gleich mal was machen. Ja. Und zwar. Habe nämlich auch schon wie ein Depp an diesen Deckeln da dran gezogen. Und das ist wahrscheinlich jetzt dem Vorgänger, der was hier reingeschmissen hat, auch passiert. Ja, genau, bitte. Ja. Hier gibt es rechts und links gibt es zwei so Knöpfe. Ja, da zieht man einfach an. So, die drückt man rein. Und dann, auch wenn es mal irgendwo klemmt, es geht und dann meistens. Und dann kann man das zumachen. Ja? Ja, weil der Nächste, er hat hier die Berge von Fliegen noch mehr und keine Ahnung was. Genau. Macht man nicht. Genau. Aber ansonsten ist alles ist gekehrt, ist alles picobello sauber. Aber das sagst du wirklich, das erlebt man oft, dass die so halb so sind. Du hast vielleicht noch was in der Hand, aber dann stellt es in Gottes Namen mal kurz am Boden und macht das. Es ist nicht so schlimm, als wenn dir der Beutel vom Platz bis daher unten reißt, aber... Der Betreiber kann nicht ihm hinterherlaufen. Das ist gar nicht zu bezahlen. Er sollte schon ein bisschen ein Auge darauf haben, aber auch die Gäste oder so. Und das ist ja alles ein Miteinander. Ja, man zahlt auch eine Menge Geld. Es ist für manche einen nicht unbedingt jetzt... Natürlich. Aber es kann ja auch wieder jeder selber wissen. Ja? Ja. Aber lasst die Leute leben. Die hatten auch Corona hinter sich. Das muss man auch nochmal sehen. Wo nichts einfacher geworden ist, wo 2 Jahre flach waren, da geht nichts. Gas haben wir übrigens, Schubkarre haben wir, Wagen, wo man die Gasflasche mal zum Womo ziehen kann. Für die Spezialisten, wir haben nämlich auch die Aluflaschen. Und die haben sie leider nicht hier. Aber ich denke mal, wenn man mit Rezeption vorne spricht, die können die bestimmt mit besorgen. Sicher, vielleicht sind sie wirklich gerade aus. Die machen meistens so. Und hier gibt es aber auch so viele Marinas, wo man die Flaschen füllen lassen kann. Weil die Bootfahrer und so weiter. Überhaupt die Infrastruktur, es ist alles wirklich ländlich und beschaulich. Das macht ja auch den Reiz am Main aus. Aber du hast trotzdem immer alles in der Nähe. Das läuft. Also. Es ist, ja, du kriegst alles. Vor allem mit dem Fahrrad. Auch einkaufen. Also wenn du hier am Platz bist, bist du mit dem Wohnmobil, bist du natürlich jetzt nicht so beweglich. Ja. Oben an der Kreuzung ist ein großer normaler Laden. Ja. Also man kann das hier aus dem Wortspiel dann wieder rausbekommen. Umkreis von 2 Kilometern sind 3 super, und 4 Supermärkte. Also verhungern tust du hier nicht. Außerdem ist die Gastronomie da oben wirklich lecker. Ich war da eingeladen an Pfingsten. Wir hatten ja dieses schöne Fest gestern und war ein cooler Foodtruck da. Und heute war da oben Essen für 60 Leute. War toll, mich sehr gefreut. Dann haben wir den Eifelland Nordwehen noch vorgestellt. Gibt's ein extra Video. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Wenn nicht, dann holt's bitte nach. Und in der Zeit sind wir bei der Einfahrt. Das man vielleicht bei der Einfahrt, Gehen wir mal zur Einfahrt raus. Es ist übrigens jetzt, Entschuldigung, Sonntag. Dann sind wir auch noch mitten im Weg. Oh, sorry, jetzt sind wir die Bösen, schimpfen sie uns. Dann sind wir mitten im Weg. Ja, ich war jetzt echt so richtig im Text. So, hier haben wir noch die andere Seite von dem Mainradweg. Ja, richtig, der läuft ja auf... Ja. Der läuft also hier, man kann hier bis Würzburg fahren. Ja. Oder auch zurück und in der anderen Richtung fährt man dann bis grob bis Segnitz raus. Segnitz geht dann über die Brücke auf die andere Seite und dann kann man bis Kitzingen fahren. Also der Mainradweg ist eigentlich so lange, wie der Main ist. So weit werden wir noch gar nicht kommen. Schau, gut, dass du dabei bist. Danke. Darum haben wir auch gesagt, wir machen jetzt das miteinander. Abonniert doch bitte den Kanal, weil das wirklich schön ist, solche Beziehungen. Und dann startet man einfach mal los und alle haben mal Spaß miteinander. Und sollten wir was vergessen haben, dann schreibt es unten in die Kommentare rein und wir beantworten alle Fragen. Und wenn wir selber nicht wissen, dann wissen wir zumindest, wo steht. Auch nicht schlecht. Nobody is perfect und wir wollen einen groben Überblick schaffen, weil sonst da ist eine Stunde oder 2 oder 3 wie vorhin. Und da haben wir ja echt super lustig war. So und so tolle Sachen passiert. Ja, eine Einfahrt mit Kennzeichenerkennung und allem, was man heutzutage braucht. Ja, und auch so von der Breite und von allem her. Du hast einen tollen Wendekreis da drin. Du kommst auch mit ich sag mal so, etwas größeren Linern rein. Ja, etwas problembehaftet könnte die Zufahrt zum Platz sein, wenn das Fahrzeug ein bisschen breiter ist. Also wir haben hier jetzt 2,35 Meter. Das ging, weil keiner da war. Aber jetzt sind alle da und dann müssen wir gucken, wie wir rauskommen. Aber dann auch das schaffen wir.
Rezeption gibt's, Eis gibt's, Kiosk gibt's. Alles ist da, Rezeption, ist genau. Die Infrastruktur genau. ist also gut. Also verhungern, verdursten tut keiner. Die Damen und Herren nicht haben, das versuchen sie wirklich zu ermöglichen. Nicht, weil wir immer Kamera in der Hand halten, sondern auch jeder Mann und Frau. Freundlich sind die da, das ist ja schon bald nicht mehr normal. Ja, nein, hier ist also eine Pilzstube. Jetzt ist, wie gesagt, schon ruhig, jeder grillt. So, was man halt beim Camping so macht, ihr wisst ja Bescheid. Auch überall wirklich Blümchen und schön. Gut, das ist jetzt ein bisschen, also so lange werde ich jetzt nicht warten, aber bis 2.6.23. Da kommt auf jeden Fall wer hier Wein liebt, der kommt hier auf seine Kosten. Hier gibt es so viele Heckenwirtschaften. Ihr geht mal in die Gassen rein, in Ochsenfurt, in Kitzingen oder hier in Randersacker. Markbreit. In die kleine Markbreite der Richtung, aber hier Randersacker so. Richtung Würzburg so grob. Ich gehe ja verkehrt rum, weißt du? Ja. Achso, du läufst. Warte mal, da komme ich auf die andere Seite, dann stimmt es wieder mit der Seite. Ne? So, wo ist jetzt Markbreit? Jetzt ist mir schwindelig. Das hört heute nicht auf mit uns, aber. Das wird nie aufhören. Nee. Also, da ist auch kulinarisch, ich meine, so manches Mal, aber es geht halt nicht anders. So. Es geht schon anders, aber wer will das schon? Also wir haben Spielen, da sind jetzt Herrschaften drin, wir haben Waschen, Trocknen. Da gehen wir natürlich nicht rein und nerven die Leute. So, und da haben wir was ganz Modernes da oben. Die WeWash-App. Jetzt habe ich wieder mal ein bisschen heller gemacht. Ich denke mal... Korrigierst du dann danach, oder? Mit dem Fokus und dem Licht, oder? Genau, cool. Da habe ich da. Das ist immer, das ist mir überhaupt nicht bemühe, meine Zuschauer. Den Finger da drauf. Naja, wenn die nichts sehen, sehe ich gar nichts. Die labern ja nur Blödsinn. Und auf Fränkisch, Mike Schma, höre ich selber. So, ja, Mike Schma. irgendwie, ach, hier sind ja nochmal so diese Tipps, wie das alles funktioniert. Und dann kann man dann wohl mit dem Handy und mit der App kann man dann seine Waschmaschine ich in Gang setzen. Habe ich noch nicht gekonnt, du auch nicht gehört. Nein, aber der Betreiber ist natürlich für ihn einfacher. Nein. Der kommt, macht Service. So, tolle Waschmaschinen, da steht auch nichts drauf. Das waren früher so mal das Zeigen auf den Zündkerzen. Mehr wollen wir jetzt nicht erzählen. Finde ich eine super Idee, dass der Betreiber das outsourced, weil die Waschmaschinen, die ich so kenne auf Campingplätzen, wo ich gern bin, sind oft mit Note 4 bis 5. Weil die 20 Jahre da drin standen, sind. Die schmeißen aber auch alles rein, die Gäste manches Mal. Also das Hundedecken, was die alles waschen, Entschuldigung, das macht man nicht. Vor allem, es hänge nicht umsonst Schilder dort. Das geht nicht. Kein Verständnis für sowas. Und dann wundere ich, dass die Preise hochgehen. Also muss ich mal ganz ehrlich sagen, man hat ja einen Verschleiß, das kostet ja erst Geld. Ja. Wie lange hält der Waschmaschine heutzutage? Das ist eigentlich, also zu Hause hält die eine ganze Latte. So, ich sag mal so. Aber Lebensdauer 3-4 Jahre. Das sind Industriewaschmaschinen, die kosten natürlich ein bisschen mehr. Ja. Und die müssen dann schon halten. Chemie. Was haben wir denn da? Ein Chemik? Ja. Ein Chemie. Trotzdem, ich Chemie, über ihr wisst es. Spart euch die Chemie, Entleerung, Kassettentoiletten, es gibt viele Ersatzprodukte. So, das Einzige, was mir hier wieder nicht gefällt, das ist aber jetzt meins, habe ich schon gesehen, hier vier fehlt ein Knopf, dass man mal komplett nachspülen kann. Man muss immer den Schlauch in die Hand nehmen. Das ist eklig. Ja, und dann hast du recht. Ist jetzt meine Meinung. Nein, hast du, gebe ich dir volle Punktzahl. Okay, bei Tobi gibt mir recht. Also. Nee, weil das mache ich ja jeden Tag, die Erfahrung und den... Klar kommen viele schon mit Handschuhen Richtung Toiletten entleeren, aber... Das mit den Handschuhen ist aber auch eine Sache. Ne? Du ziehst die Handschuhe an, da wird das ganze, die ganze Kloake spritzt da drauf. Dann nehmen die Handschuhe und legen die hinten in die Garage rein, dann hast du den ganzen Siff da hinten drin. Richtig. Und wenn ich Handschuhe habe, brauche ich die Hände nicht waschen. Ja. Der Mensch ist einfach ein Gewöhnungstier. Das ist wahr. So, hier haben wir Duschen für Damen, einen Wickelraum. Und ein Wickelraum, so, da gehen wir jetzt nicht näher rein. Ja, das machen wir. Und Dusche als Duschendame wäre jetzt vielleicht behindertengerechte Dusche ist vermessen. Auch mit bei. Ja, genau. Und man sieht es auch in der Rampe, also alles mit Brücken und Rampen bestückt für Menschen, die Handicaps haben. Damit man hier gut überall hinkommt. Auch kickern, wollten wir noch, aber aufgrund der Bundesliga-Ergebnisse haben wir gesagt, nee, das lassen wir lieber, weil schlimmer wird es immer. Aber Behinderungen und Wohnmobil und Campen. Das ist auch ein Thema. Ja. Ach, weißt du, was man in dem ersten Rundgang, weil da haben wir ja 90% von, da hinten, da von irgendwas gehen. Gesprochen. Ja. Nicht unbedingt vom Stellplatz, aber unser Leben ausgetauscht. Da oben nochmal Lokalzugang mit der Terrasse, wenn die Sonne richtig steht. Das ist wirklich schön. Das ist 70er-Jahre-Style, aber der älteste Campingplatz, der Knaus, also der erste gewesen des Verbundes. Und wie gesagt, 71, das ist schon eine schöne Historie, die sich da sehen lässt. Ist schon nicht schlecht. Entsorgung finde ich gut. Die Entsorgung, was nicht verkehrt ist, so, dass das Fahrzeug, wenn es jetzt rauf wird, der eine hat es natürlich in der Mitte, der andere hat es rechts, der andere hat es links.
Aber meistens ist die Neigung, oder die Neigung ist gar nicht mal so schlecht, wenn es links rausläuft, dann kann er sich dann so schräg reinsetzen. Ja, ja, klar. Nicht, dass der Rest dann auf der A7 verteilt wird. So, wir jetzt beide die gleiche Idee. Gucken wir doch mal hier drüber. Guck mal, ein Swimmingpool. Ist das nicht schön? Doch, das ist cool. Ich sehe jetzt nichts. Tobi, sag mir, du bist größer. Der heizt ihn auf. Der wird ja momentan noch nicht bespaßt. Der wird erst freigegeben, wahrscheinlich in zwei, drei Wochen, okay, wenn er Temperatur hat, weil momentan da Geld für Heizung ausgeben wäre totaler Blödsinn. Ach, muss man ja nicht haben. Für die echt heißen Monate ist der dann fixer. Du, und die Hardcore-Schwimmer? Ja, eben, da kannst du noch früher wahrscheinlich trotzdem den rein. Müsst man fragen. Hier hängt ein Schlauch, was mich gewundert hat. Siehst du selten auf Stellplätzen gar nicht. Campingplätze ja, aber nehmt bitte immer eure eigenen Schläuche. Du weißt nie, was die Menschen damit machen. Also wir haben den, ich muss halt den Namen sagen, den Gardena-Schlauch. Ach, komm, alles so. Das ist ein, so ein ganz flacher ist das, ja. Den kannst du dann aufrollen. Ja, der kostet ein paar Euronen, hat aber den Vorteil, er nimmt ziemlich wenig Platz weg. Ja. Der Nachteil, wenn ich nur 3 Meter brauche, muss ich aber 20 Meter auskurbeln. Ja. Das ist ein Nachteil. Ja. Aber auch das kriegt man hin, wenn man sich so einen kleinen Schlauch mit maximal so 8 bis 10 Meter, da braucht gar nicht so viel Platz. Der Nachteil ist wieder, genau, bei der Schlauchstärke, die habe ich. Ich habe diese Aquabag-Trommel, die kleine, kompakte, ich glaube 8 Meter. Und wenn du da 100 Liter voll machst, stehst du halt mal doppelt so lang wie mit einem normalen, den du hast, Gardena-Schlauch. Naja, wir sind doch Camper. Wir haben aber auf die Stellplätze, die haben doch keine Zeit, die Camper manchmal. Das ist schon. Ja, also entweder ist der Schlauch oder der Druck auf der Leitung. Irgendwas ist doch immer. Ja, es kann ja sein, dass es mein Druck auf der Leitung war. Das wollen wir jetzt mal nicht weiter ausführen. Ich finde das, je öfter wir darüber gesprochen haben, im XXL-Video. Wir kriegen hier noch Auftrittverbot. Nein, so. Das glaube ich nicht. Weil die Menschen, die keinen Spaß verstehen, die dürfen gerne ausschalten. Also ich habe da kein Problem damit, du auch nicht. Ich habe da, sonst würde ich ja so einen Blödsinn auch nicht machen. Dieser Zahnstocher, der jetzt auf dem Fernhang ja schön schlank aussieht, ist echt hoch. Ist so, der ist da, aber je öfter wir drüber reden, desto cooler findet das Teil irgendwie. Das ist ja schon fast Industriedesign mittlerweile. Und jetzt mit dem Tabard im Vordergrund. Was ein Ding. Vielleicht bin mal, aber denk mal, den werden die auch noch lassen. Irgendwann setzen sie da oben Mobilfunk noch mit drauf. Kann nutzen sein, kann er ja haben, aber er sieht ja. Ja, Preisen ist ja viel zu teuer. Es sieht aber sauber aus, du. Aber nee, vielleicht haben die auch schon Pläne, man weiß es nicht. Ist echt ein gepflegter Kamin, der Zustand mit Sicherheit eine 2 minus. Ja. Ja, du bist da der Erste, mit dem ich mich 10 Minuten über den Kamin unterhalte. Wahnsinn, so. Wir können uns über alles echt gut unterhalten. Guck mal, die Pflanzen, das ist schön. Hier sind natürlich 270 Plätze, glaube ich, haben wir gehört, roundabout. Das mit ist natürlich auch, ich weiß nicht, 2/3 Dauercampern, aber sehr gepflegte Abteile, wirklich schön auch hier durchbummeln. Man merkt hier nicht diese Unterschiede zwischen. Du bist der Kastenwagenfahrer und du bist der Linerfahrer, das ist ein Level hier, da redet ja jeder mit einem anderen noch so weit. Also weiß nicht, ich sag mal so, wir haben da mit Kastenwagenfahrer, bist du dann kannst. Nee, Quatsch, ja, das kennen wir ja auch, das du, Thema. Der eine hat das Interesse für den Kastenwagen, der andere hat das Interesse für einen Wohnwagen, der sagt, ich mach nur Camping mit einem Gespann. Hallo. Servus. Der andere sagt, okay, nee, so, also für uns ist das mit dem Wohnmobil ist das eine tolle Sache, reinsetzen, losfahren. Und wir haben auch eine strikte Arbeitsteilung. Ja. Meine Frau ist für innen und fast innen zuständig. Ich sollte gerade, weil, weißt du, wenn wir die Runde gehen, sind wir wieder bei 40 Minuten und da ist halt alles rechts und links schön. Du sag mal, du hattest doch ein Tappert-Wohnmobil erwähnt. Der steht jetzt genau hier in der vorletzten Reihe. Der Unterschied, entweder wir schneiden ihn, aber ansonsten, wir sind jetzt wieder bei 18 Minuten und wir sollten doch schon... Wir wollten den Song hängen wir noch dazu. Sonst wird wieder so langweilig dann. Ne? Ha? Was meinst du? Da steht nämlich ein Tabard-Wohnmobil von 88 und ich wollte ihn nur einfangen, aber ich habe den Besitzer nicht angetroffen. Also wisst ihr was? Wir schneiden. Ja. Wir schneiden. Wir laufen. Jetzt waren wir gerade hier. Schönes Gegenlicht. Da hinten seht ihr übrigens einige Mobilheime. Aufgrund der Kürze des Videos gehen wir da auch nicht näher rein. Die sind alle Bekobeller, sind teilweise wirklich neuwertig. Super, könnt ihr mieten. Wir wollen ja auch niemanden stören. Ja, da wird gegrillt und gemacht und getan. Ja, das ist. Aber da sind wir gerade dran. Mit dem Besitzer, der ist gerade, haben wir gerade gesprochen. Und ich bin eine halbe Stunde noch mal da. Und hoffe, euch von diesem Tabard Condor 55 bei 88 noch was zeigen zu können. Bleibt ruhig dran. Geile Karre, ganz selten. Jetzt kommt das Licht dann mit rein. Nein, ich habe nicht so. Aber. Hammer, oder? Das sieht doch toll aus. Da bleiben wir dran. Machen wir doch das so.
Und jetzt sind wir uns so im Amphitheater. Next take. Why? Yes. Wir müssen unseren Weg ins Amphitheater nochmal kurz unterbrechen. Das haben wir sogar in unserer XL-Version vergessen nicht, aber wir wollten es nicht 3 Stunden lang werden lassen. Haben aber darauf hingewiesen, für Sportbootfahrer und die campen oder sich ein Fass mieten oder sonst was, die können ja anlegen mit ihrem Bütchen. Ist doch auch nicht. Gibt's 8 Plätze. Das ist natürlich nicht unwichtig, aber warum haben wir es vergessen? Weil wir selber kein Boot haben. Weil wir selber überhaupt keinen Plan haben. Aber was können wir? Campen können wir. Campen können wir. Das kann jeder. Campen können wir. Tschüss. Wir nähern uns dem Ende. Da ist Volli hier schon runter. Das ist das Amphitheater und ihr seht jetzt dann gleich, wenn wir uns verabschiedet haben von unserem Video, einen ungefähr einminütigen Abspann. Ich bin jetzt nicht der Schlager-Fan. Ich muss ein bisschen rübergehen. Aber ich stelle dich genau da. So, hervorragend, super. Da, aber ich stehe im Licht. Ich bin ganz ehrlich nicht der geborene, weil jetzt haben wir Mülltonne. Komm, lass nochmal weiterdrehen, das ist auch lustig. Bis ja, so kann man auch 20 Minuten rumkriegen, so. Nein, aber ich bin hergefahren, klar, Knaus, alles super, alles toll, aber ich wollte hier stehen in der Pole Position mit meinem Forster da hinten. Und hier war gestern alles voll, es war eine tolle Stimmung. Es hat um 19 Uhr begonnen, auch mit der Sonne ungefähr wie jetzt. Und der hat da toll gespielt und das seht ihr jetzt auszugsweise ganz kurz. Und das könnt ihr auch downloaden, genau. Das ist der Knaus Song 2023. Und wir waren bei der Premiere dabei, ist ein toller Schlagersänger, aber mit Pep. Florian Timm. Florian Timm. Steht auch unten in der Videobeschreibung. Ja, Timm mit 2 M, macht er ganz toll. War auch bei DSDS und hört euch immer die Geschichte an, googelt ihn nochmal. Genau. Ich fand ihn super sympathisch. Arbeitet im Hauptjob in einer Behindertenwerkstatt, sage ich jetzt mal langläufig. Arbeitet mit behinderten Menschen. Und mit Psychologie und also. Bodenständiger, glaubwürdiger Typ. Und auch nicht abgehoben. Null, also dem wünschen wir das. Ja. Schöne Grüße, Florian, wir werden uns sicher wiedersehen, denn die Knaus Tour mit Florian Timm geht weiter über ausgesuchte Stellplätze, demnächst auch auf der Homepage von Knauscamp. Und ich schaue auch, dass ich da wieder mal dazukomme. Das war ein super schöner Abend hier. War toll. Ja, wir waren spät abends, waren wir noch mal da, wo die Musikkapelle dann da war, aus Klein. Oh. Ochsenfurt. Das war Klein Ochsenfurt. Die haben Fetz gemacht. Ja. Dann waren wir noch mal da, haben dann ein Bierchen, ein Weinchen getrunken. Echt und dann gut. Haben wir uns dann wieder zurückgezogen. Nee, und war schön, war ein toller Abend und da drüben ist noch die Zeltwiese Nummer 2, die seht ihr nämlich Zeltwiese 1, weil es mir gerade noch einfällt, da drüben, dann gibt es noch ein Beachvolleyballfeld und das Altwasser hier trennt die Hauptmainroute, da kannst du Sportboot fahren und Dampfer fahren da durch und alles. Wirklich ein Kleinod, finde ich. Also Familien mit Kindern sind hier gut aufgehoben. Ja, also das macht schon Spaß und man sieht es auch, also viele Kinder sind da. Ja. Und die haben gestern gefeiert. Guckt mal an, es ist alles picobello sauber. Gut, hier oben ist ein bisschen Leergut, aber ansonsten ist doch alles ganz toll gemacht. Ja klar, hier ist ja noch Abbau, der Rest kommt morgen weg. Es war natürlich Mords Equipment auch hier gestanden. Weißt du, was cool ist? Darf ich was ausprobieren? Ja, bitte. Nämlich zum Ende hin, wenn jetzt dann ich übergebe an Florian Timm, also jetzt seht ihr das alles leer, dann wollte ich nur aufpassen mit meinem Mikro, vielleicht magst du mitgehen. Weil sonst habe ich schon wieder Tonprobleme und das tut mir echt leid. Aber das spinnt irgendwie alles bei mir oder mit mir oder vielleicht bin's ich. Ich könnte nämlich jetzt eine Blende hinkriegen, indem ich jetzt so von magischer Schneidehand genau an der Stelle ausmache. Und ungefähr so müsste das gestern Abend um die Zeit gewesen sein. Und dann springt hier der Florian Timm vor die Kamera und sagt, bam, vielleicht kriege ich das hin, ich weiß nicht. Doch, das irgendwie kriegst du das. Irgendwie läuft das. Aber so ähnlich weiß habe ich es nur im Kopf. Das war cool. Das war schon cool. Das war cool. Aber cool ist auch, euch kennengelernt zu haben. Das gebe ich gerne zurück. Oder wir geben das gerne zurück, jetzt stellvertretend. Andi und Tine und Tour. Komm noch mal kurz runter. Komm, wir müssen hier so, auch. Na, dann gucken wir doch mal. Ich habe doch mein Dreibein mitgenommen. Wir werden uns austauschen und in Kontakt bleiben und wieder treffen, weil ich so liebe Menschen kennengelernt habe in diesen letzten 8 Jahren. Und dann ich heute stellvertretend dafür, dass das genau das ist, was ausmacht an dem Job. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich habe euch, ich glaube, wir können du sagen, unter Campern hier, euch heute was Besonderes mitgebracht. Und zwar feiern wir heute gemeinsam die Premiere von dem Knaus-Song 2023 von Fühl dich frei. Ich habe heute ein paar Tänzerinnen dabei. Kommt ihr zu mir auf die Bühne? Genau, einen großen Applaus. Ihr seid, wer bist du denn? Mathilda. Leonie. Melina, Antonia, Jessie.
Und ihr tanzt jetzt mal den offiziellen Knaus-Song und ich werde ihn singen. Ganz, ganz viel Spaß. Fühl dich frei, Knaus-Song 2023. Der Alltag kommt, du musst mal raus. Die Welt da draußen hört so kaum noch aus. Mal wieder Zeit für dich und mich. Was anderes sehen, das wünscht man sich. Weil deine Sachen und dann aus ins Grün. Die ganzen Sorgen lässt du einfach ziehen. Du fährst raus und kannst es fühlen. Auf die Plätze, fertig, los. Egal ob klein, ob groß. Pack die Taschen, jetzt geht es los. Und fühl dich frei. Hier spürst du das Leben.